So Leute, willkommen zurück bei Lucky in Spawn. Ich bin euer Bombay und wir zocken heute mal wieder Rocket League. Aber erstmal die Werbung vom Sponsor. So Freunde, ihr kennt das alles bereits. AOEAH.com, eine geile Seite für Ingame-Items, unter anderem eben auch für Rocket League. Und bei eurem nächsten Einkauf dort erhaltet ihr mit dem Rabattcode Bombay 3% Rabatt. Also geht erstmal schön shoppen. So Leute, da bin ich auch schon wieder. Wir machen heute mal nochmal ein paar lockere Ründchen Rocket League. Ich hatte die Woche eigentlich komplett anders geplant mit Videos, aber die Videos, die ich geplant habe, machen alle sehr, sehr viel Aufwand. Und da ich im Moment wieder arbeiten bin, habe ich sehr, sehr wenig Zeit. Und das ist sehr, 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 sehr scheiße, um das mal auf den Punkt zu bringen. Aber ich gebe natürlich trotzdem mein Bestes, Leute. Ich hoffe, ihr findet euch mal damit ab, dass es jetzt quasi erstmal nur die oder viele von den Rocket League Videos gibt, von des Champions Alltag beispielsweise, die für mich halt wenig Aufwand sind, Leute, ja. Aber natürlich werden auch noch andere Videos kommen und sind geplant. So, wir zocken ganz normal alle Spielmodi und wir haben uns im vergangenen Stream am Sonntag auf C2 mal wieder hochgespielt, ja. Das heißt, wir sind C2 Liga 1 im 2 gegen 2 und 3 gegen 3 und deshalb gilt es in diesem Video natürlich beide Ranks zu festigen. Erstmal Kamera-Settings. Ich spiele gerade sehr, sehr, sehr weit weg. Ich gehe mal ein bisschen näher dran. Ich stelle mal wieder auf 300, war ich immer normalerweise. Und dann noch natürlich die Steuerungssettings. Und ich würde sagen, dann fangen wir direkt los. Viel Spaß. Und es geht direkt mal los mit einem knackigen 1 gegen 1, ey. Da platzt mir der Sack, ey. Direkt 1 gegen 1. Aber geiler Kickoff. Sehr geiler Kickoff. Oh, schade, da kommt er dann noch dazwischen, ey. Oh, fuck. Er hat den Ball nicht berührt. Oh Gott. Oh Gott. Puh, den muss ich saven, ey. Was für ein dreckiger Scheißabfaller da schon wieder. Naja, lass ihn da machen. Ich kann sowieso nicht so viel davon machen, aus der Position. Von da auch nicht. Wir nehmen den mal einmal mit hier rüber. Er nimmt sich da den Boost. Ja, ich kann nicht so viel machen. Weil ich dachte eigentlich, stark gemacht von ihm. Er kriegt natürlich nur den Boost. Bringt ihm aber trotzdem gar nichts. Das ist auch wieder so ein hektischen Hugo. Ihr merkt's. Aber wir sollen uns nicht weiter aufhalten. Ich versuch doch mal was Aerial. Ein Ceiling Shot will er da. Aber den kriegt er auch. Nice! Vom Ball da, ja. Baldrian. Den muss er aber direkt laufen lassen, ey. Das war einer von 1000. Daran merkt er immer. So, Kickoff. Wieder ein nice Kickoff, ey. Lass sie einmal tupfen, gehen ins Aerial für den Double. Oh, ey, Mann! Boah, fick mich, ey, ehrlich. Aber er verkackt erst, aber den verkackt er auch. Oh Gott, ey. Mann, Junge, mach nur rein, ey. Fährt er da hin? Ne. Fährt er nicht? Okay, kriegt die Demo wenigstens. Ich dachte, den können wir da nochmal holen. Ey, schade. Wir machen ihn nur nervös. Um ihn dann so zu überlupfen. Geil. Haben wir eigentlich technisch geil gemacht da am Ground, ey. Das war wirklich gut gemacht da in der Ecke. Bisschen Kickoff verkackt, aber ja gut, den kann er natürlich dann sofort nehmen, aber er trifft wieder nicht. Das Free Goal. Na gut, gut für mich, ne? Ich würde gerne nach oben, aber er lässt mich nicht. Aber er lässt mich nicht. Schön. Den hat er sich dann selber wieder versaut. Nice.
schön die Tatsache ausgenutzt, dass er sich da die Frechheit nimmt, die bodenlose Frechheit nimmt und zum Eckboost fährt. Ich hätte ihn eigentlich ganz gerne da gefaked, aber da ist er nicht drauf reingefallen, ne. Ah, der bringt da nicht mehr so viel. Oh! Also im Kopf habe ich den sein Touch mit einberechnet, aber auf dem Spielfeld nicht. Wieder ein anständiger Kickoff. Machen wir mal wieder schnell, damit er nicht viel Zeit hat, da irgendwas zu machen. Ja. Also Leute, Schnelligkeit ist halt ein Riesenfaktor in dem Spiel. Ne? Wir haben jetzt da mega viel Druck gemacht, einfach durch die Schnelligkeit. Und damit kommen viele Spieler einfach nicht klar. Wenn ihr euch dann dabei eilt. Wir nehmen uns mal hier die Frechheit und gehen für den Boost. Dann bringen wir den mal einfach so aufs Tor. Und den kriegt er schlecht raus, weil wir genau in dem Moment geschossen haben, wo er sich gerade gedreht hat. Und dann hat er natürlich nicht allzu viel Abwehrmöglichkeiten. Oder wäre ich jetzt gerne für einen Pinch gegangen an der Wand. Oh, krieg ich den noch raus? Ne, schade, krieg ich nicht raus, ey. Na, einmal Kickoff mit Bremsen. Nice. Nice, beide weg. Und der Ball rollt schön seelenruhig ins Tor. Da passiert gar nichts. Oh Mann, ey. Ich wollte ihn da so schön überlupfen und er kriegt ihn nicht mehr rein. Oh, er glaubt mir nicht den Boost. Was ist los? Wollen wir nochmal Demo machen? Ah, schade. Oh, den habe ich ihm perfekt aufgelegt. Der geht aber direkt. Schön recovered da, ey. Nicht allzu einfach. Da noch sein Tempo zu halten. Oh, ich hab so einen Boost. Vielleicht kommen wir nochmal hoch für ein Aerial hier, ja. Oh, den kriege ich nicht ganz rein, ey, schade. Aber GG. Erstes Spiel durch, Leute, zweites Spiel. Achso, warte mal, wir gucken mal eben nach dem Rank. Was sagt denn eigentlich der Rank? Oh, Schwarzmarkt animierter Aufkleber. Okay, ey, was hat denn? Ja, zeig mal. Oh, Rank war Platin 2, glaube ich, immer noch. Cool, ey. Ich glaube, der ist gut. Aber... ja, für mich ziemlich uninteressant. Jetzt nächstes Spiel. Nach dem 1 haben wir ein 2 gegen 2 mit dem Raider. Stark. Er fährt einfach mal vorbei. Aber wie trocken auch. Völlig trocken. Oh, oh Gott. Ja, sorry, der war meiner. Wenn der reingegangen wäre. Ich bin immer noch ein bisschen geflasht von dem krassen Kickoff, ey. Oh, nice. Schade. Er hat wenigstens den Pass gesucht, der Raider. Das ist schon mal ein gutes Anzeichen. Das war Pech. Kann passieren. Aber das musst du dann natürlich auch knallhart laufen lassen, ne? So ein Durchschnittstor.
Einmal rechts rüber. Ja, ich bin direkt da. Jetzt irgendwie was draus machen, schade. Ob ich die Demo kriege, ne, kriege ich nicht. Mage, oh stark. Oh Gott, ne, geht nicht, da können wir noch irgendwie covern. Mage, nice. Schade. Mann, ey! Fickball, ehrlich! Mit 4 Millionen km geht der dann nach oben. So, und wenn du jetzt schnell nach vorne kommst, hast du ein bisschen Zeit. Aber zu langsam. Mate. Oh Gott. Stark geholt. Stark mit dem zweiten Touch. Ey, der dachte da schon, dass er ihn da hat. Oh Gott. Die beiden nehmen sich jetzt schon wieder so ein bisschen auseinander. Oh Gott. Ja, das ist jetzt sehr, sehr bitter, weil er jetzt einfach das zweite Tor. Ich sag's so much. Junge, die Leute sind so geil. Ne, Leute, da machen wir direkt weiter. Mit so einem habe ich keinen Bock, ey. Gib auf, Junge, du Spacko, ehrlich, ey. Und schließ dich zu Hause ein. Und spiel 1 gegen 1, ey. Was bist du für ein Hurensohn? Boah, Leute, ey. Wieso gibt es solche Spackos? Ey, ich spiele jetzt hier nicht mehr, ganz ehrlich. Ich mache hier einen Schnitt rein, Freunde, zum nächsten Spiel mit so Hurensohn spiele ich nicht. Und das gibt aber definitiv Melden. Das ist mir zu blöd. Was für ein riesen Hurensohn dieser Typ. Ey, Leute, solche Leute mag keiner und mit solchen Leuten will auch keiner zusammenspielen. Ehrlich, ey, was für ein Spacko. Da meint er einfach, mein Positioning wäre scheiße, weil die zwei Pässe von ihm nicht angekommen wären. Ach so, ja, okay. Seine Pässe kommen nicht an und mein Positioning ist scheiße. So. Ich wäre ja nicht in der Nähe gewesen, hat er gerade geschrieben. Alles klar. Ja, keine Ahnung. Der hier wollte auch nicht. Nächstes Spiel. So, da haben wir wieder ein 2 gegen 2 mit einem hoffentlich diesmal besseren Partner, nämlich dem WV. Ey, Junge, war das ein Spaß. Ehrlich, Leute. Wenn ihr solche Vollidioten seid, ja. Wenn ihr einen Pass spielt. Oh, fuck. So wie der. Und, oder wenn ihr einfach unfähig seid, im Team zu spielen, ja? Selbst wenn... Nee, komm, ey, ich reg mich da jetzt nicht drüber auf, ehrlich. Ja, aber der Point ist einfach, wenn ihr spastisch seid und nicht klarkommt, irgendwie mit dem Team zu spielen, oder vielleicht auch mal selber einseht, wann ihr einen Fehler gemacht habt, ja? Dann... Oh. Dann bleibt bitte von Online-Games fern, beziehungsweise von den Modi, wo ihr mit Teammates eben zusammenspielt. Ja, das wäre. Damit würdet ihr uns allen eine furchtbare Freude tun. Jo, er springt da noch rein, ey. Oh, nicer Pass. Schade. Oh Gott, ich behindere den hier krass. Ich will nur hier den Boost mitnehmen, ey. Bevor ich hier irgendwie was mache. Oh, ja gut, dann kriegt er natürlich meinen Pass da raus, ey. Und mein Klärungsversuch kriegt er da nicht abgewehrt. Nein, nein, Gott, was für ein unlucky Tor, ey. Stark. Rechts rüber.
mein Gott, ey. Selbst der Rebound kriegt der Mate nicht rein da. Ey, ich bin in der Luft. Ich denke, warum bewege ich mich denn nicht? Ich bin einfach in der Luft. Mate mal mit dem Ariel. Schade. Oh, ich hätte die Demo da holen sollen, ey. Das wäre eigentlich geil gewesen. Mate stark. Ja, ich bin Tor, keine Sorge. Und das Tor ist frei, aber ich glaube, der geht. Doch, doch, natürlich. Geht direkt nass. Einmal nach links. Kriegt der Mate. Ich musste dem einen da dodgen, ey. Deshalb bin ich da so einen Ausfallschritt gefahren. Alles klar. Boah, komm ich nicht hin. Mate, stark. Da kann ich auch nichts machen. Daraus kann ich vielleicht auch machen, ne? Schade. Ey, Mate nochmal, nice. Einmal Backboard. Stark. Das war vielleicht auch gar nicht so verkehrt. Na schade, ey. Mate nochmal und den zweiten. Hat er. Nice. Einmal in die Ecke und vielleicht den Rebound direkt. Ah ne, den nimmt er mir. Den nimmt er mir weg. Stark. Mit. Nochmal vielleicht. Ah, er toucht ihn da nochmal. Alles klar. Hat der Mate nice geklärt. Vielleicht mal rechts rüber. Okay. Nice. Oh! Mann, ey. Eigentlich schön durchgesetzt, da. Da kann er nicht viel mit anstellen. Na, ich lass. Nice. Mate sofort da. Mate spielt mit. Das ist halt dann andere Mates, ne? Mates, die vielleicht auch mal ein IQ höher haben als ihr Alter. Mit denen kannst du ruhig und ganz normal und gelassen spielen. So wie das auch sein sollte. Oh scheiße. Da bin ich sehr, sehr spät für den Block gekommen. Oh, links rüber. Oh. Oh, ich dachte, der Mate wäre lang. Ah, okay. War stark. Nein! Oh, fuck! Mann, ey! Und dann machen die einfach jetzt so einen Ausgleich, ey. Sorry. Mann, ich wollte da die scheiß Demo holen und der springt da. Also, ja, alles gut. Komm, Mate, komm. Ja, nice. Hol ihn da nochmal raus. Oh, er verkackt da den ersten... Touch. Vielleicht hat er den oben, ne? Schade, okay. Double? Ne. Einfach mal direkt so, aber. Mate hat. Oh, ich weiß nicht, ob du hier lang kannst. Boah, Alter. Mann!
Nicer Schuss, nicer Pass von ihm, ey. Bisschen Glück gehabt, weil den hätte er auch gut danken können, so zufällig. Nice. Ah, ich spring mal nicht hin, ich bleib mal hier hinten. Boah, kriegt er noch über mich, aber passiert nichts. Nice! Ah, da kommt er hin. Nochmal, ja, genau. Schade. Wir sind hier definitiv gerade krass am Drücker. Oh Gott. Nein, ey. Oh, fick mich doch, ey. Oh, ey, so eine Scheiße, Leute, ey. Aber ich muss auch sagen, Leute, der Typ hat mich gerade hart getriggert. Und deswegen, ich habe jetzt auch keinen Bock mehr auf das Spiel. Also, wir werden jetzt die Folge beenden. Und an alle Leute, die so sind, die so Rocket League spielen, ganz ehrlich, Freunde, ey, haut ab, spielt 1 gegen 1, seid alleine unterwegs, von mir aus, vermiest euch selber alleine das Spiel, das ist euer gutes Recht, aber vermiest bitte nicht anderen Spielern auch das Spiel, Leute. Das ist meine Message in diesem Video, Freunde. Ansonsten, allen anderen wünsche ich einiges, Leute, bleibt gesund, wir sehen uns demnächst wieder bei Lucky in Stone oder Lucky in Spawn. Bis dahin.